einem Tag, nachdem der Bundesrat weitreichende Lockerungen verkündete, wurden sie positiv getestet. Was für ein Timing. Ja, und auf der anderen Seite war das der ich bin noch da, ich lebe noch, ich habe gar keine Symptome. Und das ist doch der lebende Beweis, dass der Entscheid richtig war. Also Sie hatten keinen schweren Verlauf? Nichts, kein Symptom. Also nichts von nichts. Hätte ich nicht nach München fliegen müssen für die Sicherheitskonferenz, hätte ich mich gar nicht testen lassen. Ich wäre einfach herumgelaufen, positiv, wie 3 von 4 Menschen heute immer noch in der Schweiz. Und das passiert bei vielen Infektionskrankheiten, die eben nicht gefährlich sind im Sinne von schwere Krankheiten oder Tod. Auch 2 Kollegen von Ihnen sind erkrankt. Bundesrat Berset, Guy Parmelin. Schweizweit steigen die Corona-Zahlen. Sie sind eigentlich Arzt. Sind Sie besorgt? Nein, überhaupt nicht. Noch einmal, auch jetzt im Parlament, gestern haben etwa 10 Leute gefehlt, weil sie positiv waren. Aber sie waren alle eifrig am Fernsehen und am Schauen, was das was Ihr Parlament jetzt diskutiert und debattiert und entscheidet. Nein, ich glaube, es ist eine ständige Wechselwirkung zwischen den Menschen und den Viren, unser Leben. Und solange das Virus nicht gefährlich ist für die Gesundheit, kommt es nicht darauf an, ob ich infiziert bin oder nicht.